Warte, was hat sie denn da? Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Die sollten erst mit ihr reden und dann sie töten. Engel und Dämonen sind nicht von Bedeutung. Wir sind die Herren unseres Schicksals. Und das muss euch nicht weiter. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid ich glaube, die hat schnell hinter ihn befreit hat. Das kleine Tumor, die ist nicht so gut. Er findet immer einen Weg. Mein Mann. Hm? Könnte was sein. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Ach, okay. Das Benutzen von so einem Brunnen beendet das Gespräch, alles klar. Mhm. Jo. Kaum trinkt man einen, wollen sie auch nicht mehr mit einem reden. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael. Also muss er dort sein. Das könnte tatsächlich. Nein, mit Gabriel. Vielleicht in der Klave der Überlebenden mit Tyrael. Okay. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael. Ja. Also muss er dort sein. Ich muss zurückkehren. Charge. Oh, Müll. Geißel heißt das Ding einfach nur. Könnte man versuchen, nochmal Geschicklichkeit draufzukriegen. Oder reduziert die irgendwas da unten. Abklingzeiten. Oder Fertigkeit oder Ressourcenkosten. Hm. Also ich schmeiße mal lieber die Klingzeiten weg, weil mich kostet ja Arkankraft, das ist schon wichtiger als Klingzeiten. Aber du nutzt wahrscheinlich tendenziell mehr Klingzeitenfähigkeiten, oder? Nö. Mich kostet das ja auch Geisteskraft. Ja, aber hast du denn noch Probleme? Kommt drauf an. Ja, aber stimmt schon, grundsätzlich ist. Die Abklingzeit, die reduziere ich sowieso schon automatisch. Durch die, ne, ja. Nicht durch diese, durch die anderen. Ja. Irgendwas machte das. Nein. Achso, das ist ja gar kein Doppelkopf. Blödsinn. Bin ich einmal rum? Ja. Genau, die wollte ich nochmal gucken. Dragon. Schon wieder drei. Das ist zu teuer. Zwei. Eins. Das sind sogar fünf denn. Ein. Da. Oder hast du da auch zwei? Nee, ein. Schauen wir mal. Ja, es müssen, wenn dann, die Ressourcenkosten sein. Hint. Da haben wir es.
Alter, richtig viel End. Was? Ja. Cool. Immer noch schlechter? Ja. Hm. Alleine schon wegen den Schadenswerten, ne? Weil der. Nee, ist gar nicht schneller. Mm-mm. Dann ist das ja übel. Tja. Wir können mal schauen, ob wir noch so einen Stein hinkriegen. Im Roten. Ja. Rausnehmen aus dem euren Stab. Ja, aber ich, wenn ich die vergleichen will. Ja. Der Stab macht, weiß ich nicht, 120 Schaden oder so. Geht das da nicht irgendwo? Y oder so? Nee. Ja, aber es geht mehr auch um den epischen Effekt hier. Ja, da, 220 macht der Stein. Ja? Ja, das und? Ganz oben. Oder was willst du mir damit sagen? Was wolltest du denn jetzt vergleichen dann, wenn du noch so einen Stein herstellst? Wie viel weniger Schaden du machst oder was? Hast du gerade gefragt, ob du noch so einen Stein herstellen kannst? Ja. Einfach 220 davon ab von dem anderen. Oder nimmst du einen Stein raus? Stehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe gedacht, wenn ich noch so einen habe, kann ich beide sockeln und dann schauen, welcher besser ist, oder? Du kannst auch den Stein rausnehmen und dann siehst du, welcher Grundwert besser ist. Ja, aber es geht ja auch mit darum, wie das, wenn das nicht funktioniert, das Ding. Ja. Dann hilft's nicht. Wenn es funktioniert, dann ist das affengeil. Und ja. Dann macht es im Endeffekt doch mehr. Das stimmt. Und so ist es jetzt, wenn ich nur den einen Stein habe, dann bleibt... Achso, du willst beide sockeln, damit du die Waffen tauschen kannst. Genau. Zwischendurch. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Entschuldige. Ja, hast du noch Rot? Oder brauchst du gucken, noch mal, ob wir Rot zusammenkriegen? Imperial hast du doch schon noch. Nee. Ja, du brauchst ich drei. Ich bräuchte drei, ja. Und einen kriegst du jetzt gebaut gerade. Ja. Ich gucke. Du hast einen, ja, schade. Okay, dann setze ich das mal. Dann setze ich den Stein einfach um. Mhm. Und schau, ob es funktioniert. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal zurückkommen. Wir müssen wieder dieselbe Waffe zurückgebracht. Verdammt. Scheiße, ja. Oder du machst halt. Ja, gucken wir dann. Giftwolke. Hm? Mal gucken. Das ist deine Giftwolke dann. Ich glaube, das ist das Explodieren, ne? Ja. Funktioniert also. Feuerschaden. Sieht eher aus wie Gift. Irgendwie schon, ne? Kann auch ganz schnell hintereinander kommen. Cool. Ja, das war vorher nicht, ne? Nein. Was ist das? Ja. Ist aber nur ein kleiner Bereich. Ja, um dich rum halt. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich habe gedacht, um den Einschlagsort. Ja, das habe ich auch verstanden, dass du das gedacht hast. Aber ist ja trotzdem nicht verkehrt um dich rum, wenn du irgendwo in der Klemme hängst oder so. Stimmt schon, das ist wirklich enormer Schaden. Ja. Ja, 2000% Waffenschaden ist eine Menge. Dann würde ich den jetzt erstmal lagern und mal schauen, wie sich das macht. Ja, und ich wollte auch noch irgendwas, ne? Hier, Handschuhe gucken bei. Ja. Tante. Tante Emma hier. Mal Handschuhe gut. Wieder. Ablenkkosten. Achso, ja. So. Also, die Ressourcenkosten. Also für mich sind die Ressourcenkosten besser. Ich weiß nicht, was für dich besser ist. Weil ich keine Ablenkzeiten habe. Ja, ich habe welche, aber wie gesagt, die reduzieren sich sowieso schnell. Ja. Durch meinen anderen Kram da. Ist das eigentlich nicht so wichtig. Dann würde ich das wegschmeißen und ich will... Geschick. Stimmt, ich will Geschick haben. Dann mal los. Aber als Hauptattributsding soll das möglich sein. Hm. Leben pro Sekunde... Ist ein Anfang. Genau. Und dann schmeißt er Leben pro Sekunde wieder in Pott. Das wird... 529 Geschick. Oh. Das ist doch, glaube ich, nicht verkehrt.
gucken, wie das sich jetzt vergleicht mit meinen. Ach ja, oh Gott, ich habe ja Grip drauf. Oh, das habe ich vergessen. 9%, das ist viel. Ja, und auch noch Angriffsgeschwindigkeit. Scheiße, das hätte ich mir auch sparen können. Ich glaube, ich habe auch nur die eine Waffe neu gekriegt und nichts anderes, oder? Ich glaube auch nicht viel. Der Rest ist auch weggeschmissen. Nichts Dolles. Dabei. Jetzt erstmal wieder irgendwie. Entweder die Materialien finden, dass man sich die guten Sachen herstellen kann. Oder mal wieder was richtig Vernünftiges finden. Wir finden in letzter Zeit nur noch Scheiße. Gefühlt. Also ein paar epische Gegenstände natürlich, aber. Ja. Die waren uns jetzt alle auch nicht so der Dinger, sag ich mal. Ja. Mit Ausnahmen. Ja, mal gucken. Ja, lass mal weiter. Ja, wir haben da immer noch nichts gefunden. Das heißt, ich glaube, ich versuche trotzdem mal eine mal zu stellen. In der Hoffnung, dass ich bis dahin zumindest irgendwie. Du hast 70er Stiefel an. Ja, aber so doll sind die nicht. Die auch nicht. Nee, nicht mal, wenn ich die Arkanflut überdenke. Mhm. So, Int und Vitalität, das ist schon mal gut. Widerstand ist auch drauf. So, Dornschaden ersetzt durch Erfahrung und Leben durch Heiltrinkerheilkugeln. Den Energiewirbel kann ich nochmal überarbeiten. Mhm. Das klingt schon mal am Anfang. Marschprunk. Das könnte auch Crit werden, zum Beispiel. Erstmal ist es Rüstung geworden, oder Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Jawohl! Ja, 9% Schaden für Desintegration. Wunderbar. Jetzt sind das doch richtig geile Schuhe. Schauen, ja. Der Briefkasten ist sowas von furchtbar platziert. Mhm. Okay, wir wollen jetzt mit Tyrae sprechen. Glaube ich. Ach da, ja, der wird immer verdeckt von den anderen. Maltael befindet sich in den Ebenen des Wahnsinns. Also Wahnsinn. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er versteckt sich und hofft, uns so lange aufzuhalten, bis er zu mächtig für mich geworden ist. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Wen sollen wir brechen? Tor des Wahnsinns. Hm. Los? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber sowas von. Darf ich auch mit? Nee. Ich klick mal. Was passiert hier? Zerstört das Tor! Der Nephalem ist hier! Es geht zu Ende. Meine Stärke ist gewachsen. Oh. Sag es um. Ja, dann soll er halt nicht, wenn ich meine Hydra setzen will, irgendwie drum rumquatschen. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Ja. Ah, jetzt. Pfad des Krieges. Maltaels
Versuch, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten, bestätigt, dass sie sich mir noch nicht stellen will. Nun werde ich dieses verkommene Ödland durchqueren, wo sich Engel und Dämonen tausende Schlachten geliefert haben. Der Engel des Todes erwartet mich in der Festung des Wahnsinns, auf der anderen Seite. Er wird nicht lange warten müssen. Art des Krieges. Ja, sieht man. Das kriegen wir auch hin. Mhm. Du bist viel schneller als ich. Nicht weit von hier befindet sich ein Feldlager. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Woll? Das war er. Achso. Dämonen. Gewicht eines lang vergessenen Kampfes. Ich wollte schon sagen, einen großen Radius hat meine Wolke doch gar nicht. Die großen Leute, die dann sind, sind wohl. Gut, von denen, die das jetzt gegeben wird. Die kleine Limonen. Ich denke mal, das gut und weg hier. Ja. Zum Normalen. Was soll das? Meisterliche Waffe. Sieht auch cool aus. Ja, ich nicht so meisterlich, wie es aussieht. Hat er wieder Touchdown gemacht. Oh. Er hätte das auch alleine gekonnt. War sowas von. Lass mich an dem da vorne mal bitte den Wolke testen. Diese scheiß Blitzrüstung schon wieder. Die drücken die voll bei dir. Ja, der ist aber geplatzt gerade. Ja, aber ich wollte die Schadenszahl geht's mal sehen. Ja, dann musst du wieder Blitzrüstung ausmachen. Bewegungsgeschwindigkeit reduzieren passt doch ganz gut dazu. Ja, dann lass die Blitzrüstung doch wieder an. Ja, aber ich habe sie nicht eingeschaltet. Also, das ist wieder einer Bildschirm. Oh ne, mach den mal lieber kaputt. Lieber so ein normaler Spiel. Feuer. Mhm. Der fällt doch gar nicht. Ist eine Belagerungsruhe. Nehmt sie an euch. Wo? Vorsichtig. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Geht zur Ramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Nicht? Natürlich werdet ihr das nicht. Das macht euch auch so sympathisch.